rettet sie. Und irgendwas kreist mein Held. Okay, ich habe hier drei Bogenschützen an der falschen Seite stehen. Hey, diesmal läuft der Weg hier rein ja richtig gut. Netter Versuch! Los geht's. Willst du wirklich nicht mehr leben? So, und jetzt noch dieser Magier, der hier irgendwo... Ah, da ist er, der Genlock-Magier. Der Genlock-Gesandte. Ob Alistair noch heil oder nicht? Ob den noch nicht Arkan Bolz macht das viel? Und bitte hinterher. Danke. Vieh tot. Blut einsammeln, bitte. Oh, diesmal ging der Weg gut, ohne dass mir jemand verreckt ist. Hey, eventuell spiele ich das komplette Spiel durch, ohne dass mein Hauptcharakter einmal gestorben ist. Das wäre geil. Weil dann hätte ich den Erfolg auch mal. Los geht's. Und als Heiler ist die Chance, ihn zu kriegen, gar nicht mal so niedrig, weil ein Krieger stirbt schneller als der Magier. Okay. Das sagt mir auch noch was. Also, ich brauche euch alle hier mal, außer meinen Ellie. Na stimmt, ich habe hier das Folgen noch aus. Alle mal hier hin. Du machst mal bitte die Tür auf. Und alle bewegen sich mal wieder hier. Und jetzt Angriff! Das. So, hier. Da hinten kommt auch noch gleich mal drei Viecher. Der ist tot jetzt auf diesen Hörlauf hier. Heile! Weiter auf den Hörlauf drauf. Danach hatten wir noch den Genlock, der hier kommt. Und wenn der tot ist, dann demnächst mal ich halt mal meinen Bogen, glaube ich. Da. Okay, jetzt kann ich alles kaufen, was ich noch habe. Gegner tot. Los geht's. Blut einsammeln. Ja. Lyrium Trank. Mahit. Okay. Jetzt den Raum da unten. So. Der letzte Hörlauf, der hier noch vereinsamt rumsteht. So. Ruhe. Und nix. Gut, kann ich von dir noch was einsammeln, oder? Ja. Danke, Hörli. Eine Truhe verschlossen. Eine Holzkiste mit Sicherheit nicht verschlossen. Los geht's. Okay, schwache Geistersalbe. Eine Holzkiste, die offen ist. Silberarmband, mach mal. Ah, Geschenke. Die ersten Geschenke im Spiel, um seine Sympathie zu anderen Teamkollegen zu erhöhen. Was mir da auch gerade einfällt, für die anderen beiden habe ich ja gar keine Taktik drin. Und ich weiß auch nicht, welche von den Turmwachen was war. Turmwache 1, Bogenschütze, Turmwache 2. Halt. Verzicht auf das Bogenschütze und macht die beiden zum Schläger. Verhöhnen, Bogenschütze. Ne, das hier ist Bogenschütze und der hier ist wahrscheinlich kein Schläger. Ein Verteidiger. Gut, ich habe zwei Verteidiger, einen Bogenschützen und einen Heilmagier. Natürlich. Nicht unbedingt die beste Combo, aber ich glaube, ich bin hier gerade ein bisschen blöd reingerannt. Ich bin dran. Gut, umbringen wird's mich nicht. Dafür sind es einfach nur zu wenig Genlocks. 4. Hey, richtig Zähler auf der Karte. Das wird unschön. Ja.
So, auf den da. Eis. Und dann auf den, der sich so schön an der Treppe verstecken will. Krieg ich dich ins Visier, Kleiner? Ja, hab ich dich doch. Bah. Damn. Ich hoffe diesmal, dass die Musik-Kampfgeräusche nicht zu laut sind. Aber in letzten Aufnahmen waren sie doch ein bisschen laut. Ich habe sie halt noch leiser gestellt. Daher dürfte es eigentlich hoffentlich jetzt passen. Malachit. So. Und die nächste Etage vom Turm. Etage 2. Oh. Beim Atem des Erbauers. Was tun die hier? Uah. Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Habt ihr euch nicht darüber beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Hey, das stimmt. So gesehen hat die Situation auch ihr Gutes. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Keine Angst, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und da ich nicht so leicht in Fallen renne, da ich den Turm, das komplette Intro mit dem Turm relativ gut kenne, komme ich auch nicht in Fallen rein. Das heißt, weniger die Chance, dass jemand verreckt. Das heißt, geht schneller. Und Ellie, ich brauche dich mal kurz. Mach mir mal die Tür auf. Und dann rennt ihr alle mal bitte wieder hier. Los geht's. Ich sagte, alle. Bei diesem Fall ist einfach. Sobald ich hier nach vorne vorbei renne, öffne ich beide Türen und aus beiden Seiten wird man von beidseitig von Feinden erwischt und von vorne nochmal von einer größeren Gruppe. Daher einfach erst die beiden Seiten räumen, bevor man hier irgendwie reingeht. Holly, Holly. Danke für die 25 Kupfer. Ruhe auf. Hör auf, rein hier, Genlock. Diese dunkle Brut, da steckt System dahinter. Gott. Schöpf. Nur mit dem mal weghauen. Zwei weitere tote Gegner, eine Holzkiste. Der Gengler hat sogar was dabei. 28 Kupfer, okay. Hier durch. So, ihr hört mal kurz auf, mir zu folgen. Ein abgelacktes Buch, Geschichte der Kirche. Verschlossen. Na gut, also. Gut. Zweimal sagen. Okay, die krieg ich von hier aus nicht. Dann eben so. Los geht's. Da geht's doch noch. So, jetzt auf die hier rüber. Ellie, Schuss. Okay, Ellie hier hin. So Leute, es wird Zeit, dass ihr mir wieder folgt und dass wir hier draufhauen. Ich bin tot. Eins. Selbstverständlich. Zwei. Angriff. Wie ihr. So, jetzt auf den. Hier wird noch ein Haufen Leben sitzen, aber die machen eher keine Probleme. Ja. Jetzt auf den Gelder. Bitte, die Gelder dürfen nicht überleben. Was? Ja, und so ohne größere Probleme einfach die komplette Armee vom Feind zerfetzt. Auch wenn ich mir langsam vorkomme, als würde ich auch einfach spielen, obwohl ich mir sicher bin, ich habe das Spiel auf normal. Natürlich. So, speichern. Ellie,
dies, tu das. Ja, tu dies, tu das. Renn hier rein, töte alle Gegner. Juhu! Schon unterwegs. Töte mal. Verdammt.